Oh. 2012? Vielleicht ein neues. Oh ja. Es schaut mir nach einem neuen Haus aus. Es sind drei Schlafzimmer. Wohnzimmer, Esszimmer. Bad, Küche, Bad, Toilette. Okay. Darf ich nur Bad und Schlafzimmer einräumen? Oh, vielleicht haben sie sich wieder getrennt. Hier wieder alles ein bisschen umräumen. Ja, das mag ich. Wenn ich alles ein bisschen umräumen kann. Bin ich gleich mit einverstanden. Aber auch die Musik. Keine Ahnung, macht es ein bisschen traurig. Sogar unser altes Zimmer. Natürlich jetzt ein bisschen altersgerechter eingeräumt. Oder, naja. Nicht ganz altersgerecht vielleicht, aber halt mehr Jugendzimmer-Style. Das heißt aber auch, dass wir unsere ganzen Sachen jetzt ein bisschen eingequetscht einräumen müssen. Yogamatte. Unser Schweinchen. Seit jeher dabei ist. Immer wieder stolz auf uns sein. Das, was wir geschafft haben. Es wirkt halt einfach so. Keine Ahnung. Wirkt gerade einfach ein bisschen traurig. Nintendo DS. Oh, kann es sein, dass wir vom PC zum Laptop über sind? Mann. Warum wirkt denn das jetzt so hardcore traurig? Die Schreibmaschine, die Schreibmaschine. Die Nähmaschine irgendwie nicht wegräumen. Ich meine, wir brauchen jetzt Platz. Ich muss immer da unten hin. Ich muss ein bisschen Platz für uns hin, ne? Die Ukulele. Okay, das stand aber bei ihm. Ganzen Hühnchen wieder. Aber ich muss echt gucken, wie ich das Zeug hier schön hinsortiere. Unsere ganzen Hühnchen. Und vielleicht noch welche dazugekommen? Und unser Büchlein. Mensch, 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 Mensch. Thank you.
Kann ich das nirgends hinhängen? Ich versuche hier so ein bisschen in Ordnung reinzubringen, ein bisschen wohlfühlen. So, jetzt kann ich stellen. Jo, die auch. Die mal da ruhen, das ist uralt Ding. Wildes Mammuthuhn mit da oben haben. So, jetzt bin ich zufrieden. Spiele. Ja, die tun wir mal hier hin. Hier können wir eigentlich auch unser Bett legen. Wieder dieses Erste-Hilfe-Köfferchen. Uiuiui. Mal gucken, wie viel Platz wir hier haben. So, Haarbürste wieder. Immer noch diese alte Tasse. Reiseköfferchen. Da haben wir ein bisschen Platz. Okay, dann tun wir vielleicht die Pinzette hier hin. So. Dann passt der hier mit rein. So, und das würde ich auch hier mit reinstellen. Da bist du dahin. Hier. Und das hier. Okay. Schlafzimmer? Was ist denn falsch? Ah, das Bild hier.
das ist das Pärchenfoto. Ach so. Und das hier? Dann tun wir es hier nicht. Also wie ich vermutet habe, ne? Trennung. Meine Schwester und ich haben uns immer um dieses Bad gestritten. Hausmannskost ausgepackt. Dem Freund sagt sie nichts, ne? Dem Freund sagt sie nichts. Und jetzt sind wir wieder alleine? Ja, scheint es noch so. Oh, sogar das eigene Büro. Oh, das sieht ja schön aus. Eigene Bad, die eigene Küche. Oh, an die Küche mache ich mich zuerst. Das mag ich. Viel Platz. Und direkt mal die Untersätze auspacken, ne? Natürlich. Backutensilien. Selbstverständlich. Ausstecherle. So. Und das jetzt so. Töpfe natürlich. Pfanne. Schüsseln. Sieht einfach so passend aus, ne? Und die Keksdose wieder. Keksdose muss aber auch mit, ne? Die Keksdose muss absolut mit. Mir ein neues Brett. Der Kühlschrank sieht halt echt grausig aus diesmal. Da sind wieder die Bilder von unseren Freunden. Salz. Noch eine Schüssel. Der Wasserkocher. Oho, eine Mikrowelle. Handwaschseife. Ölmittel. Hm, dann machen wir das aber andersrum. So. Kein Besteck, aber der Toaster. Okay. Klar. Die können wir doch hier hinstellen. Können wir dazu hauen. Wahrscheinlich wird genau das wieder falsch sein. Okay. Ofenblech. Kann ich leider nicht in den Ofen rein. Noch mehr solcher Löffel. Ach nein, das sind Tassen. Das sind Tassen. Das sind Tassen. Ich dachte, das wären so ähnliche wie die hier, aber... So viele, das wäre irgendwie unlogisch, ne? Niemand hat so viele von diesen Kuchenlöffeln. Ich meine Backlöffeln. So, da haben wir auch Honig. Da haben wir wieder unsere Flasche. Unsere Gewürze. Eine Eieruhr. Vielleicht auch Erdbeeruhr, ich weiß nicht. Von der Form und von der Farbe her. Das ist einfach nur ein rotes Hühnchen. Keine Ahnung, wie man jetzt das... Mir halt keinen Platz, das müssen wir hier unten hin tun. Na, komm doch her. Hm.
Deppert. Ja, natürlich. Natürlich war das. Ja. Selbstverständlich. Das war so klar, oder? Wir haben unsere kleinen Teller, auf die wir gerade gar keinen Platz mehr haben. Okay, ich muss mir nur entscheiden, wo ich die Teller und die Schüsseln und so hin tue. Mal die Tassen noch hier hoch. Gefällt mir noch nicht wirklich. Bin mir noch nicht ganz sicher, wohin mit der. Oder dem Toaster. Noch ein Backblech. Eva. Noch ein paar Ausstecher. So, also. Könnten die Backutensilien eins runterhauen? Dann haben wir hier Platz für Messer und das ganze Besteck. Ist vielleicht sinnvoller. Und ich meine, wir haben hier eine riesengroße Lade. Da passt doch so einiges rein. Mit dem Brett weiß ich auch noch nicht ganz, wohin damit. Aber wir haben noch ein paar Sachen. Unser Reiskocher. Besteck. Ein Messbecher. Eine Glasschüssel. Kaffee. Okay. So, einige. Einen kleinen Löffel. Rosen. Kommen die so hin. jetzt will ich das aber noch schön. Fällt mir so einfach noch nicht. Gewürze müssen immer, absolut immer, so nah wie möglich beim Herd sein. Absolut immer. Das ist einfach, das ist gar keine andere Wahl. Dem hier bin ich mir auch noch nicht wirklich sicher. Geht es da einfach noch nicht? Nicht so wirklich. So. Ich weiß noch nicht. Ich versuch's. Diesbar. Die hohen Fenster. Das ist was, was ich nicht so mag, weil man dadurch einfach nicht rausschauen kann. Nicht richtig zumindest. Sind sie wieder?
kleinen Erinnerungsstücke. Aha. Wo wieder was Neues dazu kam. Und natürlich eine Konsole. Ah, wo auch eine neue dazu kam. Ah. Jetzt steht hier so ein bisschen doof vor dem Fernseher. Da ist noch ein Hühnchen. Unser Würfel. Aha, und unsere Figur ist inzwischen angemalt. So, Bambino. Was, das ist mit DVDs, ne? Receiver. Kleines Büchlein für die schönen Erinnerungen. Gehstock. So, so alt sind wir aber noch nicht. Oh Gott, es ist wieder ein neues dazugekommen. Natürlich. Diese Hühnchen sind halt einfach zu knuffig, ne? Es werden immer mehr Küken. Nach und nach werden es mehr Küken. So, was tut man eigentlich so neben die Haustüre? Wenn wir die nun Kamera hier hin tun. Die Ukulele. Aha. Können wir sogar aufstellen. Die Ukulele. Okay. Das erinnert mich an so ein Radio, was eher ins Bad gehört. Oder? Und wieder die drei Bücher. Haben wir auch mehr DS-Spiele? Nur ein weiteres DS-Spiel bisher? Da fehlt aber noch was. Das kann ja nicht sein. Mama Chicken und Baby Chickens. Und das ist. Ich finde einfach, dass das so ein Baderadio ist. Das ist einfach viel mehr ins Bad. Gucken wir mal. Harvestel. Diese unglaublich vielen Hygieneartikel. Wieder die Tasse. Die Tasse ist halt irgendwie einfach, die begleitet uns jetzt schon so lang, so wie manche Hühnchen und einige Kuscheltiere. Ich hoffe, wir finden unser Schweinchen wieder. Dass unser liebevolles kleines Schweinchen auch wieder da ist. Wenn es nicht da ist, bin ich enttäuscht. Es muss einfach da sein. Die Hygieneartikel. Thank you.
Also wenn man als Frau alleine wohnt, kann ich euch schon mal sagen, da kann man sich ausbreiten. Mit allen Dingen kann man sich ausbreiten. Es ist ziemlich normal, dass man sehr, sehr viel rumliegen sieht. Okay. Rückencluster. Was ist das? Okay, Pflaster. Dieses Döschen. Nagelschere, Pinzette, der Lufa-Schwamm. Das gehört eigentlich in die Küche. Also das haben wir bisher immer in der Küche gehabt. Gehört nicht ins Bad. Bin ich mir fast schon sicher, dass das nicht ins Bad gehört. Das mache ich in die zweite Schublade, nicht in die erste. In der ersten kann man hier das Zeug hier reinhauen. Oh, den kann man... Oh, okay. Den kann man auch noch aufmachen. Das ist natürlich super. Deswegen sollte man echt alles ausprobieren. Wirklich alles. Können wir da vielleicht so ein bisschen unser Hygienezeug drin verstecken? Ein klein wenig. Nein. So. Ich will das hier irgendwie woanders hin tun. Aber ich habe hier nicht wirklich eine Möglichkeit, eigentlich Dinge woanders dahin tun, hinzutun. So, ich mag das nicht so offensichtlich da stehen haben. So ist es vielleicht doch besser. Das Schlafzimmer. Also haufenweise Klamotten. Oh, und einige Schubladen. Das ist ja auch klasse. Schlafanzug. Wärmflasche, Kleiderhaken, die Dose, okay, Ruhe, hier hat nicht umsonst so ein Schuhregal. Der Wecker. Ich fand den digitalen Wecker irgendwie schöner. Oh ja, Kerzen. Aha. Das habe ich mir gleich gedacht, dass man das da reintun kann. Wir haben halt jetzt weniger Ablagefläche, dafür aber ein paar mehr Schubladen, was ja okay ist.
und mehr Platz, um Sachen aufzuhängen. Ich tue das zu gern unters Bett. Da ist es ja. Guck mal, uns wurde sogar genäht, unser kleines Schweinchen. Ich will nicht zu viel aufhängen, muss ich schon sagen. Ich will nicht direkt zu viel aufhängen. Kleiderröcke, ja. Vielleicht auch ein paar Hosen, aber nicht alles. Ich weiß nicht, die gehört einfach aufgehängt. Muss irgendwie sein. Bluse, Ruhe. T-Shirt. Uiuiui, jetzt haben wir langsam nicht mehr so viel Platz. Tasche. Wir haben jetzt auch schon elend lang, ne? Tasche begleitet uns auch schon eine ganze Weile. Schlafanzughose, Unterwäsche. Unterwäsche, Unterwäsche. Und Regenbogenunterwäsche. Bisschen wenig T-Shirts. Na gut, wir haben mehr Blusen inzwischen. Dafür, dass wir so wenig T-Shirts haben, haben wir eben Blusen. Kleidung und die Röcke tun wir mal hier hinten hinhängen. Dann haben wir die Kisten hier schon wieder leer. Wow. Dann können wir uns mal an unser Büro machen. Das hier begleitet uns auch schon seit einer ganzen Weile. Oh, da haben wir wieder mehr Stifte. Und das sind wieder unsere ganzen Bücher. Und das Buch. Das ist auch schon seit jeher dabei. Weiße Sachen hin. Quetschball. Das Handtuch kommt ins Bad. Auf jeden Fall sind wir eine Künstlerin geworden. Also davon bin ich schon mal ziemlich überzeugt. Was sind denn das für Figuren? Sehr interessant.
Jetzt ist dieser Laptop wieder mit der Kappe drauf. Ja, von unserem pinken Becherchen haben wir uns verabschiedet. Das ist schön. Mag das. Also ich mag das hier ganz arg. Schade, dass man sich hier nicht so vollkommen frei bewegen kann und sagen kann, hier, ich räume alles genau so ein, wie ich will, sondern dass bestimmte Dinge auch bestimmte Plätze haben. Finde ich so ein bisschen schade. Okay. Muss ein wenig umdisponieren. Mit dem da, können wir das hier vielleicht da reinhauen? Ja. Die Lavalampe. Ein Drucker. Auch eine Art Zeichenpad. Na? Druckpapier. Die Visitenkarten, ein Router, eine hübsche Uhr. Oh, schon wieder? Wow. Wir kommen eigentlich echt gut voran mit dem Einräumen. Okay. Was ist hier falsch? Darf hier nicht rumstehen, rumliegen. Was? Auch? Hier. Okay. Gut, dann eben da hinten hin. Und das Handtuch. Ja gut. Dahin. Das wollte ich in der Küche haben, ne? Dann tun wir das hier noch schnell in die Küche. So. Na, ich will das hier. So. So. Ist doch schön. Januar 2013. Hier kommen nur meine Bilder hin. Unabhängigkeit 2013 ausgepackt. So, jetzt würde ich fast sagen, wir machen noch einmal, also noch einmal auspacken und dann machen wir Feierabend.